Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 13. August 2022. Shelley Young. Manchmal tauchen Tagesbotschaften erneut in meinem Bewusstsein auf. Und ich nehme das immer als ein Zeichen, dass sie wieder geteilt werden wollen. So war es auch mit dieser Botschaft aus dem Jahr 2014. Ich habe sie gestern gelesen und sie hatte eine so schöne Energie, dass ich dachte, sie wäre die perfekte Art, unsere Woche zu beginnen. Also, hier ist sie. Danke an unsere Leserin Wanda, dass sie sie wieder hervorgeholt hat. Ihr Lieben, ihr versteht, dass der Weg, die neue Erde zu erschaffen, der durch die Liebe ist. Aber für viele von euch ist das zu einem Konzept geworden, das gut klingt, aber schwer zu verstehen ist. Euer Verstand fragt sich, wie kann Liebe wirklich so viel bewirken? Liebe ist unerlässlich für den Wandel, denn Liebe ist die Energie der Quelle. Sie bedeutet, euch wieder zu eurer göttlichen Essenz zurückzubewegen, zu euren wahren Wurzeln, zum Zentrum eurer authentischen inneren Kraft und Macht. Zu lieben bedeutet, von eurem höchsten Selbst aus zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Sie verbindet, sie bezieht ein, sie inspiriert, sie ermutigt, sie akzeptiert, nimmt an, sie vereint, sie harmonisiert, sie heilt. Sie bedeutet ein herzzentriertes Leben, das sowohl das eine als auch alles umarmt und erhebt. Die Liebe zu wählen bedeutet, die Energien des Himmels auf der Erde zu verankern. Seht ihr, Liebe ist komplex und facettenreich, aber dennoch wundervoll einfach. Es liegt bei euch, sie anzuwenden und zu nutzen, wann immer ihr wollt, und ist der Weg, wie ihr die Welt und die Lebensausdrücke erschafft, von denen ihr träumt. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, das mit der Vorstellungskraft, ja, die nicht ausreicht, zu erkennen, dass wir mitten im positiven Wandel sind, dass es auf jeden Einzelnen von uns ankommt und dass die Liebe tatsächlich der Treibstoff ist unserer friedlichen Bewegung. Ja. Also es ist wirklich die Frage, und ich lese es immer wieder, warum Menschen jetzt gerade ja, ungeduldig werden, verzweifeln und ja, dann auch anfangen zu diskriminieren, alles nur bla bla, habe ich heute auch schon mal wieder gelesen. Und das ist wirklich schade. Ja. Aber gut, bleiben wir mal hier beim Text, sonst schweife ich wieder aus. Was wichtig ist, dass wir erstmal verstehen, dass wir nicht wirklich wissen, was Liebe ist, von Anfang an. Ja. Dass wir falsche Vorstellungen in unseren Kopf geimpft bekommen haben, was Liebe tatsächlich ausmacht. Wir denken, wenn es um Liebe geht, sofort an romantische Liebe. Deswegen ist es mir auch immer wichtig, wenn ich von dieser Art von Liebe rede, dass ich sie definiere, dass ich eben romantische Liebe sage, weil es nur eine Ausdrucksform von Liebe ist und nicht selten eine recht verzweifelte, nämlich im Außen nach etwas zu suchen, was man im Innern vergessen und sozusagen verloren hat. Ja. Verloren ist es nicht, weil es ist noch da. Man hat nur vergessen, wo man es hingelegt hat, sozusagen. Ja. Der Schlüssel, der in der Wohnung ist, aber schier unauffindbar zu sein scheint. Das ist oftmals die Liebe, von der wirklich gesprochen wird. Und die romantische Liebe ist ein Ausdruck davon. Das ist ein äußerer Ausdruck von Liebe und ein spezieller auch noch. Ja. Aber natürlich ist das im besten Fall auch ein Ausdruck von Liebe. Jetzt haben wir natürlich mit dieser Art von Liebe bestimmte Gefühle verknüpft. Ja. Wir haben uns sozusagen verliebt, also nicht nur sozusagen, sondern oft ganz konkret verliebt, was ein körperlicher Prozess ist.
Das kann man auch nachweisen im Körper. Ja? Da werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet und tatsächlich kann man am Blutbild, meine ich, erkennen, ob jemand verliebt ist oder nicht. Und irgendwann, egal wie verliebt Paare waren, lässt sich dieser Stoff nicht mehr nachweisen. Und was sind sie dann? Ja? Das ist die Frage. Sind sie dann ja, Freunde mit sexuellen Zuwendungen? Ja, was bleibt übrig? Und das, was übrig bleibt, auch in der romantischen Liebe, ist tatsächlich Liebe. Oder es führt halt zu einem Gefühl, dass man sich vertan hat. Auch nicht seltener, dass wenn die rosarote Brille weg ist, nämlich dieses Verliebtsein, dass man den anderen idealisiert und ihn als etwas ganz Besonderes empfindet, ja, aber eben überdimensional. Ja, diese Erwartungen und diese Ansprüche kann der andere gar nicht erfüllen. Und so ist es eigentlich auch gedacht. Man soll ja lernen, es ist oftmals eine Lernbeziehung, die dann stattfindet und die natürlich auf seelischer Ebene auch verabredet wurde. Ja, egal wie katastrophal eine Beziehung ist, die wurde auf seelischer Ebene garantiert verabredet und ist nicht rein zufällig. Ja, was bleibt übrig? Das ist die Frage. Und wie fühlt sich das an? Ja? Also, wenn man sich das genauer anguckt, dann stellt man fest, ja, das, was übrig bleibt, wenn das Liebe ist, dann liebe ich ja viele Menschen, ja, die ich kenne. Das ist auch wieder so eine Bedingung, die man daran knüpft. Blut ist dicker als Wasser. In der Familie wird geliebt. Freunde werden geliebt, weil man sie so gut kennt. Fremde werden eher nicht geliebt. Ja? Eher mal nicht. Weil woher soll da die Liebe kommen? Man kennt den anderen ja nicht. Ja? Das ist so eine Bedingung, die daran geknüpft ist. Und auch da haben wir natürlich Glaubenssätze eingepflanzt bekommen, die uns eher mal misstrauisch gegenüber anderen macht und Andersartigen und dem Fremden ganz grundsätzlich. Deswegen gibt es auch immer noch ganz große Angst, ja, während viele Erwachte sagen, wann kommen die Außerirdischen endlich, ja, die hochschwingenden Außerirdischen, die uns auch helfen könnten. Also abgesehen davon, dass die nicht in dieser Art und Weise eingreifen dürfen, weil das gegen kosmische Gesetze verstoßen würde, ist es so, dass noch ganz viele Menschen auf diesem Planeten vollkommen in Panik wären. Die hätten Angst und wir haben so viele Filme, wo selbst wenn erstmal positive Außerirdische hier landen würden, im Nachhinein sich herausstellt, dass die was ganz anderes von uns wollen. Ja? Die wollen unseren Planeten für sich, die wollen uns irgendwas klauen, die wollen uns beherrschen, domestizieren und im schlimmsten Fall wollen sie uns sogar farmen, ja, wie man es so schön sagen könnte. Und da gibt es auch ein paar Filme. Ja? Und das alles haben wir im Unterbewusstsein, diese Angst vor dem anderen. Und das verhindert oftmals Liebe. Ja? Und das haben wir eben auch gegenüber anderen Menschen, dass wir ja nicht nur nicht lieben, sondern eher ja, misstrauisch sind und letztendlich Ängste verspüren gegenüber dem anderen und Andersartigen. Ja? Und das ist auch ein kosmisches Gesetz, könnt ihr einfach so nehmen. Wenn wir das nicht heilen, wenn nicht die Mehrzahl der Menschen auf der Erde aufhört, gegenüber der eigenen Rasse sozusagen misstrauisch zu sein, ja, was wollen wir dann mit Außerirdischen? Ja? Das wird nicht gut enden. Nur weil hier so ein paar sagen, ja, oh, ich bin Fan. Ja, ja, das sind aber die wenigsten. Das muss man leider festhalten. Und Hollywood hat natürlich seines dazu beigetragen, wie ich gerade eben schon erklärt habe, weil es zu viele Filme gab, wo Außerirdische dann erst richtig das Problem waren. Ja? Manchmal ist es witzig verpackt, manchmal ist es gar nicht witzig und wird in einem ordentlichen Drama dann eben gezeigt. Aber die wenigsten außerirdischen Filme, wo Außerirdische mitspielen, sind harmlos und für die Menschen hilfreich. Ja? Warum? Ja, weil natürlich es viel spannender ist, wenn man einen Gegner hat. Ja? Da sind wir wieder in der Dualität, weil es einfach spannender ist, wenn sich zum Schluss Superhelden mit Außerirdischen prügeln, sozusagen. Ja? Genau, aber was ist die Liebe dann? Wenn man jetzt feststellt, gut, ich stelle fest, ich kann meine Frau lieben und meinen Bruder lieben. Ich kann meine Mutter und meinen Vater lieben. Ich kann meine Freunde lieben. Ich kann vielleicht sogar Bekannte lieben. Ja?
aber wenn ich Bekannte liebe, sind sie ja schon fast Freunde. Ja? Da merkt ihr auch, dass wir so komisch kategorisieren und dass man erst nach einer bestimmten Zeit vielleicht von Freundschaft sprechen darf. Ich habe auch mal einen Fehler gemacht diesbezüglich. Ich habe mal einen recht wichtigen Freund für mich gehabt und wir haben zusammen diese Band gegründet, Dreamscape, das war der andere Gitarrist. Und der hat aber so oft gesagt, dass wir Freunde sind, dass ich irgendwann mal in einem Anfall von egoistischem Schwachsinn, muss ich im Nachhinein sagen, ihm gesagt habe, dass mir Freundschaften mehr wert sind, wo man das nicht die ganze Zeit sagen muss. Ja? Und ich glaube, damit habe ich ihn tief verletzt damals. Ja? Klar, ich war halt eben auch jung und dumm und habe mir auch keine Gedanken gemacht, weil das Fatale war, der war auch noch vollweise geworden inmitten unserer Freundschaft, inmitten ja, der Anfänge von Dreamscape. Da ist seine Mutter verstorben. Im Prinzip hat sie so lange durchgehalten, das hat sie mir auch versprochen, bis er die Lehre hinter sich gebracht hat. Dann konnte er natürlich einen richtigen Job anfangen und hat gutes Geld verdient und konnte sich selbst finanzieren. In der Lehre ist es ja nicht so, oder? Ist man froh, wenn man noch daheim wohnen kann und alles nicht so teuer ist. Ja? Während, wenn dann eben die Eltern weg sind und keine finanzielle Unterstützung mehr da ist, oder vielleicht in dem Fall war es sogar so, dass ganz schnell nach dem Tod der Mutter der Mietvertrag mal so eben, ich glaube, verdreifacht wurde. Ja? Weil es hieß dann, ja gut, du kannst den Mietvertrag schon übernehmen, aber dann müssen wir einen neuen abschließen. Und das ist natürlich eine Riesenschweinerei gewesen, muss man echt sagen. Ja? Und so jemandem sage ich Vollpfosten, ja, im Nachhinein, ich meine, ich bin mir da nicht mehr böse, aber ich erzähle es euch mal, wie ich darüber gefühlt habe, als es mir dann wirklich klar geworden ist, habe ich gesagt, dass das dann keine echte Freundschaft ist, wenn man sich ständig sagt, dass man beste Freunde ist. Ja? Schrecklich, also unfassbar. Ja? Aber gut, da war ich noch nicht so weit, da war ich noch jung und dumm, sage ich mal, und habe mich in gewisser Weise unsterblich gefühlt und konnte noch nicht in diesem Maße, ja, ich habe da schon teilgenommen daran und ich war natürlich auch auf der Beerdigung von seiner Mutter, aber in der Tiefe konnte ich nicht verstehen, was damals geschehen ist. Ich weiß noch einen Ausspruch, den er mir geschenkt hat damals, weil wir hatten damals ja auch ein gleiches oder ein ähnliches Schicksal mit unseren Mädels. Ja. Ich hatte eben meine erste große Liebe verloren und fühlte mich mega bescheiden. Und bei ihm war es ähnlich. Ja. Er hatte auch eine Freundin, die dann Schluss gemacht hatte. Und die war aber dann auf der Beerdigung noch für ihn da. Also auch super eigentlich von ihr. Und hat ihm aber natürlich insgesamt auch nicht so viel geholfen. Aber er hat gesagt, und das ist auch sehr spannend eigentlich, dass es mehr wehgetan hat, als seine Freundin Schluss gemacht hat, weil er die wirklich geliebt hat. Ja? Was auch immer, ja, wir reden ja gerade drüber, dann für Gefühle und Anteile eine Rolle gespielt haben. Also da kann schon natürlich auch viel dieses verletzte Ego eine Rolle gespielt haben. Und das ist aber nicht ja, so toll. Das habe ich damals auch zu dieser Zeit gelernt. Zumindest habe ich das mal gesagt, als ich gesagt habe, ja, das tun immer alle so, als ob ein verletztes Ego nach dem Motto kein Problem wäre. Aber ich finde es schon ziemlich krass, ja, wenn das Ego verletzt ist. Und klar war ich damals nicht erwacht und wusste nicht so viel, wie ich jetzt weiß. Naja, jedenfalls hat er dann gesagt, es tut mehr weh, dass seine Freundin Schluss gemacht hat, aber er wird darüber hinwegkommen, während er seine Mutter ein Leben lang vermissen wird. Ja, also unfassbar. Ja. Also ein richtig toller Kerl und ich habe es versaut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Der ist dann sogar aus der Band ausgestiegen, weil ich ihn mal in einem großen Bandgespräch zur Rede gestellt habe, weil er nicht mehr viel geübt hat. Und das war wirklich so, das war dem auch nicht mehr so wichtig. Ja. Das Problem war, wir waren halt gerade über diese Musik sehr stark verbunden. Und als das zu Ende war, ja, war die Freundschaft zu Ende. Und im Prinzip entstand dann fast schon sowas Ähnliches wie eine Feindschaft. Ja. Also ich weiß noch, ich habe ihn dann irgendwann mal darüber getröstet, weil wieder eine Freundin mit ihm Schluss gemacht hatte und wir hatten da gar nicht mehr so viel Kontakt und ich habe da mit ihm ein ehrliches Gespräch geführt und da wollte er mich einfach verletzen und hat mir gesagt, was andere, mit denen er Kontakt hat,
über mich gesagt haben. Ja? Also sehr intime Details. Und das fand ich weniger witzig. Und da weiß ich noch, wie sich das angefühlt hat. Das war nicht so schick. Aber total verständlich, weil der war immer noch tief enttäuscht von mir. Ich war ein ganz wichtiger Mensch in seinem Leben, auch zu einer ganz wichtigen Zeit. Und ich habe eben nicht diese Nähe gesucht wie er. Heute verstehe ich ja auch, was da geschehen ist, weil ich diese Nähe in diesem Maße, diese Verantwortung auch in diesem Maße gar nicht wollte. Ja, dieses Verzweifelte im Außen, sich an jemanden festklammern. Das hat er natürlich in gewisser Weise schon gemacht, darüber, dass er jedes Mal überbetont hat, dass ich sein bester Freund bin. Und mir im Nachhinein, ich habe es natürlich damals anders empfunden, aber was wirklich bei mir ankam, war diese große Verzweiflung. Und im Gegensatz dazu, ihr wisst es ja mittlerweile, bin ich jemand, der keine anderen Menschen braucht. Ja? Und wenn ich dann so dringend verzweifelt gebraucht werde von anderen, diese Verknüpfung sozusagen an mir zerrt, und dann konnte das gar nicht anders enden, als dass es irgendwann mal endet, weil ich so eben auch vor allem damals sehr unbewusst nicht funktioniert habe. Ja? Das ist eben der selten geborene Mystiker in mir, der überhaupt kein Problem hat, als Eremit irgendwo in einer einsamen Hütte zu leben, ja, wie man so schön sagt, ja, oder auf einer einsamen Insel. Ja, und da war der Unterschied so groß, dass es nicht funktionieren konnte, ja, in dieser Abhängigkeit, die da eben entstanden war, von seiner Seite aus. Und wenn ich vorher darüber gesprochen habe, dass da eine Feindschaft entstanden war, dann auch nur einseitig, weil ich über diese Menschen, und es gibt einige Menschen, denen ich auf die Füße getreten bin, hier in der Musikszene in München, die über mich sehr negativ denken. Ich tue das über sie aber gar nicht, weil ich mir eben schon ganz früh diese Neutralität bewahrt habe, weil ich nicht im Bösen zurückblicke. Ich blicke oftmals gar nicht zurück, aber auf jeden Fall mal nicht auf diese negative Art und Weise, wie das viele Menschen machen. Da potenziert sich manchmal sogar noch die Vergangenheit, ja, weil man dann immer böser wird und wütender wird, was fällt ihm ein, ja, und so weiter und so fort. Ich könnte euch da wirklich einige Geschichten erzählen. Vieles hat natürlich damit zu tun, dass wir alle diese Band geliebt haben. Jeder, der mal dabei war, hat das wirklich geliebt und es war auch wirklich großartig. Und jeder, der dann aus welchen Gründen auch immer die Band verlassen hat, war im Nachhinein stinksauer, ja, und wollte nicht, und das ist sehr ähnlich, dass seine Ex-Freundin weiterhin glücklich ist. Ja? Das ist leider die Wahrheit. Das sind sehr tief schwingende Glaubenssätze und ja, Strukturen, die da in den Menschen wirken, weil sie eben diese Vergangenheit komplett anders betrachten und halt auch einen Schuldigen im Außen brauchen. Ja? Und da war ich immer gut dafür, weil ich habe mich dann auch nicht verteidigt. Ich habe ja nicht angefangen, dass es mir wichtig wäre, denen Paroli zu bieten oder sie zur Rede zu stellen. Gar nicht. Ja? Es war mir egal. Ist mir auch heute noch egal. Ich nutze natürlich diese Podcasts auch, um euch da meine Erfahrungen näher zu bringen. Aber glaubt mir, wenn ich die Podcasts nicht machen würde, würde ich auch nicht drüber nachdenken. Ja? Und ich habe wirklich seit wahrscheinlich Jahrzehnten nicht mehr über diese Reaktion von mir nachgedacht, wie es damals war, als eben dieser Freund von mir, war ja mein Freund, mir einfach ein bisschen zu nahe gerückt war und ich dann eben dementsprechend reagiert habe. Naja, aber trotzdem, ja, was ist denn diese Liebe? Wie fühlt sich das an? Ist das überhaupt ein Gefühl? Und da kommt schon mal ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich auch etwas, wir knüpfen Liebe, auch wegen dieser romantischen Liebe, mit diesen Gefühlen, ja, und diesen großen Momenten. Auch Freundschaft hat große Momente, ja. Und dennoch sind die auch flüchtig. Die bleiben so nicht. Dann kann man immer in der Vergangenheit hängen bleiben und sagen, ja, ich hatte diesen großen Moment und als es mir schlecht ging, war dieser Mensch für mich da. Ja, versteht ihr? Dann verknüpft man da was mit. Aber wichtig ist ja, was jetzt ist. Ja? Was ist jetzt Liebe? Und gibt es diese Liebe zwischen diesen Menschen überhaupt mit diesen Bedingungen, die wir daran knüpfen? Eben Freundschaft, man hat viel miteinander durchgemacht. Liebe, romantische Liebe, jetzt habe ich es schon beinahe wieder versaut. Romantische Liebe, die auch von uns so organisiert ist, dass sie große Momente hat, wie eine Hochzeit, was ganz Besonderes, ja.
Also ich hänge an solchen Dingen nicht. Ich habe kein einziges Kinderfoto von mir. Das interessiert mich nicht. Ich habe keine Fotos von meinen Verflossenen. Ich habe keine Fotos von meiner Hochzeit. Ja? Und ich weiß, meine Ex-Frau ist, wenn sie das angesehen hat, als wir dann deutlich Probleme hatten, dann hat sie immer furchtbar geweint, ja, weil es so schön war und jetzt ist alles so scheiße sozusagen, ja. Also man kann sich da so ein bisschen auch selbst fertig machen und das habe ich halt nicht. Ja. Bei mir zählt der Moment und natürlich habe ich Menschen in meinem Leben, die ich liebe, aber eben nicht auf diese verzweifelte Art und Weise, wie das viele andere machen. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann mal in einem Spiritscape-Chat, damals haben wir noch so Skype-Konferenzen gemacht, da habe ich jemanden gesagt, mit dem ich mich gut verstanden habe, ja, der auch eine Verbindung gesucht hat in einer gewissen Weise, dem habe ich gesagt, wenn wir morgen uns nicht mehr sehen, ist mir das total egal. Natürlich hatte das Kontext, ja, ich habe ihm das nicht einfach so aus dem Nichts heraus gesagt, das wäre dann ja fies gewesen, aber wir haben eben darüber gesprochen, ja, wie wir ticken. Und das war eine sehr ehrliche Antwort. Das macht mir halt einfach nichts aus, wenn Menschen aus meinem Leben treten und verschwinden. Weil, und das ist auch eine Wahrheit über mich, ich sie immer im Herzen behalten werde. Aber es ist nicht wichtig, dass ich sie physisch nochmal sehe, dass ich mit ihnen noch Kontakt habe. Insofern fällt es mir auch furchtbar leicht, bei meinen Eltern loszulassen und sie nicht oft zu sprechen oder sie überhaupt noch zu sehen. Klar, das kommt irgendwann dran. Ja, umsonst ist mein Kater nicht aus dieser Welt geschieden erstmal. Dadurch bin ich ja flexibler und dadurch kann ich auch mal meine Eltern wieder besuchen. Das werde ich auch sicher machen. Ich werde wahrscheinlich so jetzt die nächsten Wochen, vielleicht Monate, weil mein Vater hat Ende Oktober Geburtstag und da wäre es vielleicht eine gute Idee, meine Eltern mal zu besuchen. Bis dahin muss ich halt mein mobiles Tonstudio so aufgebaut haben, dass ich überall arbeiten kann. Ja. Und dann werde ich mir dort ein Hotelzimmer nehmen. Da muss ich aber aufpassen, wenn die Corona-Regeln im Oktober wieder anziehen und ich als Ungeimpfter nicht reisen kann. Das darf ich ja hoffentlich sagen, oder? Darf man das sagen? Dann wird es wieder schwierig, ja. Weil bei meinen Eltern möchte ich nicht mehr übernachten. Ja. Garantiert nicht. Also da braucht es ein bisschen Abstand. Und natürlich kann ich mich dann auch ins Hotelzimmer zurückziehen mit meinem mobilen Aufnahmestudio und dann die Lesungen machen. Ihr kennt es dann schon, bei so einem Besuch werde ich wahrscheinlich dann keine Podcasts machen, wobei es vielleicht auch sehr interessant wäre, was ich dann so zu berichten hätte, ja? Ohne dann natürlich zu viele Details zu verraten. Aber das ist natürlich schon eine spannende Zeit für mich. Es war aber eigentlich immer gut. Ja? Ich habe es ja auch 2018 nochmal gesehen, als wir in Niedersachsen uns ein Haus angesehen haben, aber das hat nicht geklappt. Und der Abend, den ich dann dort auch verbracht habe, also ich habe dann übernachtet dort und bin vormittags zurückgefahren, damit ich abends wieder beim Kater sein konnte, das war eigentlich ganz nett. Ja? Also die Zeit war zu kurz für meinen Vater, dass er mich schon wieder als Feindbild sieht sozusagen, ja? Und mich schon wieder als Ziel auserkoren hat seiner Anfälle. Mehr kann man dazu nicht sagen, ja? Mehr möchte ich auch nicht sagen. Und weil ich auch so ein bisschen losgelöst bin von diesen physischen Erfahrungen und dennoch weiß, dass ich diese Menschen liebe, das kann ich wirklich sagen, habe ich für mich festgestellt, dass diese Neutralität zum Beispiel, dass das viel mehr Liebe ist, als die Liebe, egal welche, also Freundschaft, Familie, romantische Liebe, die in einem große Emotionen weckt, ja, große Gefühle in einem weckt. Dass eben, wie gesagt, diese Neutralität dem viel näher kommt. Und das war für mich recht spannend, das zu erleben und zu erfahren und vor allem das auch für mich als Wahrheit anzunehmen, dass das viel eher die bedingungslose Liebe ist, ohne eben, wisst ihr, bei Neutralität kommt man ja schnell in die Geschichte rein, dass man sagen könnte, ja, dem ist alles wurscht. Das stimmt überhaupt nicht, ja? Neutralität bedeutet, dass ich den anderen nicht ständig bewerte. Ja? Also ich sag's mal so, du hast einen Freund, mit dem hast du tolle Zeiten durchlebt und auf einmal bringt er seine Frau um. Ja? Was anderes ist mir gar nicht eingefallen. Und natürlich bist du dann entsetzt. Ja? Und dann würden viele sagen, ist nicht mehr mein Freund. Ja?
Und das ist natürlich auch komplett verständlich, so nach dem Motto, ja, so die Bedingung ist schon, dass du ein einigermaßen netter Mensch bist. Aber die Neutralität funktioniert anders. Die liebt diesen Menschen nämlich immer noch. Und natürlich kannst du dich entscheiden, ihn nicht mehr in dem Maße in deinem Leben zu haben. Und das entscheidet wahrscheinlich die Justiz für dich in dem Fall. Ja. Aber es muss nichts an deinem, in Anführungsstrichen, Gefühl, in dem Fall an deinem neutralen Gefühl, schwieriger, für diesen Menschen ändern. Und deswegen glaube ich, dass bedingungslose Liebe viel mehr mit Neutralität zu tun hat, als diese gefühlsaufwallende Liebe, die irgendwie immer an Bedingungen geknüpft ist. Weil Gefühle werden in uns ja ausgelöst. Gefühle und Emotionen vor allem werden getriggert. Ja? Und das bedeutet, man hat immer einen äußeren Impuls. Das heißt, es ist immer an Bedingungen geknüpft. Ich meine, viele können ihre Frau lieben oder ihren Mann lieben. Unglaublich, ja, ganz starke Liebe. Und spätestens ab dem Moment, wo sie feststellen, der oder sie betrügt ihn oder sie, ja, das haben wir nicht. Das ist, also so haben wir jetzt nicht gerechnet, da. Ja. Oh, du liebst mich nicht. Da scheinbar ist das dann doch wieder eine große Bedingung geknüpft. Und dann kann man davon sagen, oh, ich bin enttäuscht, da. Ja. Die Menschen sind ganz schlimm und so weiter. Da kann man sich dann furchtbar aufregen. Aber was war das dann vorher, ja? Wenn man enttäuscht werden kann durch sowas und die Einstellung ändern kann, ja? Ich habe zum Beispiel eigentlich immer noch ein sehr gutes Gefühl gegenüber meiner Ex-Frau. Ja? Und natürlich ist es Liebe, aber keine romantische Liebe. Das ist ein Unterschied. Ja? Ich habe auch meiner Heilpraktikerin irgendwann geschrieben, dass ich sie liebe, habe ihr auch erklärt, wie ich das meine. Ich weiß nicht, ob sie es richtig verstanden hat. Normalerweise schon, ja. Aber das ist ja auch ein Problem. Also ich habe mich auch, das habe ich euch auch schon mal erzählt, mal wieder bei einer Freundin gemeldet, mit der ich damals eben auch eine kurze Beziehung hatte. Also so kurz war es gar nicht. Aber nichts besonders Tiefgehendes für mich. Und jetzt hatte ich mich halt, ich glaube, es war 2014 oder 2015, hatte ich mich bei ihr wieder gemeldet. Und wir hatten dann am Anfang einen regen Chat-Austausch. Und dann irgendwann hatte sie wohl das Gefühl, dass ich mich bei ihr vor allem deswegen gemeldet habe, weil ich mich allein fühle, ja. Also sie hatte dann im Prinzip reininterpretiert, so nach dem Motto, ich bin garantiert nicht dein Mädel, dein zukünftiges, weil ich habe ja einen Mann und habe auch ein Kind und so weiter und so fort. Und das hat mich dann wieder enttäuscht damals, weil ich gemerkt habe, alles klar, die tickt immer noch so wie früher. Wenn du mit dem Menschen Kontakt hast, dann denkt sie immer, man hätte einen Hintergedanken als Mann. Ja? Und Freundschaft ist dadurch sehr schwierig zu leben. Und da gibt es viele Menschen, die so ticken. Leider. Ja? Und daraufhin habe ich den Kontakt auch abgebrochen, aber nicht in meinen Gefühlen über sie, die natürlich, ja, es ist jetzt wieder schwierig, also nicht in dieser neutralen Liebe, wie ich es gerade eben versuche zu umschreiben und zu beschreiben. Das hat sich nicht verändert. Ja? Ich habe nur dann einfach entschieden, gut, das funktioniert nicht. Ja? Die wohnt jetzt auch nicht nebenan, also man hätte das jetzt auch nicht direkt klären können, sondern ich habe mich dann eben entschieden, gut, das funktioniert nicht, ja? Weil die mich immer im Verdacht haben wird, dass ich als Single, ja, irgendwie auf der Suche bin, weil das ihr zentrales Thema ist. Da spiegeln wir halt wieder, wenn jemand für sich als einziges wichtiges Gut anerkannt hat, dass er Familie hat und auch einen Liebespartner und jemand das nicht hat, dann wird er demjenigen immer unterstellen, dass es Hintergedanken gibt. Ja, anders kann ich es nicht sagen. Und ja, weil eben, und darauf will ich hinaus, dieser Planet lebt insgesamt noch im menschlichen Kollektiv falsche Glaubenssätze über Liebe. Und das wird noch ein bisschen dauern, bis sich das ändert. Und hier werden wir ja sogar darauf hingewiesen, und mit wir meine ich uns als erwachtes Kollektiv, dass auch wir zum Teil der Liebe, zumindest 2014 war der Text noch gültig, nicht genug zutrauen. Ja? Und dann werden wir hier aber darauf hingewiesen, was Liebe alles kann. Sie verbindet, sie bezieht ein, sie inspiriert, sie ermutigt, sie akzeptiert, nimmt an, sie vereint,
sie harmonisiert, sie heilt. Und das alles kann ich mir nicht vorstellen, dass das an unsere Gefühlswelt, die direkt an Bedingungen geknüpft ist, verbunden ist. Das muss etwas anderes sein. Und für mich momentan und schon seit einer geraumen Zeit bedeutet es, dass Neutralität, die ich meine, die eben nicht ignorant ist, dass die viel mehr mit bedingungsloser Liebe und damit auch mit Liebe an sich zu tun hat. Es ist immer eigentlich schade, dass man bei Liebe bedingungslos hinzufügen muss. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass Liebe bedingungslos ist. Aber wie gesagt, ja, durch die vielen falschen Glaubenssätze, auch hier hat Hollywood großartige Arbeit geleistet. Ja, Liebe wird dadurch immer mit romantischer Liebe verbunden. Ja, dadurch haben wir einfach einen Knall, wenn es um Liebe geht. Und wie stark und wie mächtig Liebe ist, gerade wenn sie immer mehr, und darauf läuft es ja hinaus, der Liebe entspricht, die die Quelle für uns empfindet. Und ich glaube, dass da eine große Neutralität vorhanden sein muss, ja? Weil wir, ich hatte mich ja vorher so bezeichnet, schon noch oftmals echte Vollpfosten sind. Anders kann ich es nicht sagen, ja. Und ihr müsst euch jetzt einfach nur mal vorstellen, wenn alle Menschen diese Neutralität leben würden, ja, offenen Herzens sind natürlich, ja, keine Neutralität, die die Tür verschließt, sondern eine Neutralität, die eben verbindet, vereint, weil sie das tut, weil die Bedingungen wegfallen, dann könnte das wirklich der Schlüssel sein. Bewusstsein auch für Liebe. Nicht nur des Bewusstseins wegen zu wachsen, sondern der Liebe wegen zu wachsen. Ja? Auch der Liebe zur Quelle. Man darf ruhig auch zurücklieben, ohne in diese religiöse Abhängigkeit zu geraten, was ganz schnell geschehen kann. Ja, seht ihr, Liebe ist komplex und facettenreich, aber dennoch wundervoll einfach. Ja, Neutralität ist für mich relativ einfach. Es liegt bei euch, sie anzuwenden und zu nutzen, wann immer ihr wollt. Und sie ist der Weg, wie ihr die Welt und die Lebensausdrücke erschafft, von denen ihr träumt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus. Woo! Yippie!